Hallo, herzlich willkommen zur Meditation. Gleichschwebende Achtsamkeit. Und um diese gleichschwebende Achtsamkeit zu erfahren, lassen wir die Erwartungen weg, weil die Erwartungen bringen wir nur mit, was wir schon wissen. Und unsere Neigungen führen uns dazu, unsere Wahrnehmungen, unsere möglichen Wahrnehmungen zu verfälschen. Das bedeutet, wir betreten den Raum der Meditation als reines Bewusstsein, als Beobachter. Wenn wir unsere Position eingenommen haben, schließen wir die Augen, konzentrieren uns mit unserer Achtsamkeit nur auf den Atem, der in diesem Fall eine reinigende Funktion einnimmt. Und jetzt richten wir unsere Achtsamkeit auf den Kopf, dann auf das Herz, dann auf die Hände und beobachten nur die Energie, die wir wahrnehmen. Wir fangen an im Kopf, am besten im Zentrum. Im Bereich der Zirbeldrüse. Wir lassen aufkommende eventuelle Gedanken und Bilder an uns vorüberfließen, ohne zu bewerten, ohne sie aufzunehmen, sondern einfach im Fluss zu sein, als Beobachter. Wir können auch spüren, was für Energie ankommt. Gehen weiter in den Herzraum. Spüren hinein. Jetzt liegen die Hände auf unseren Oberschenkeln mit der Fläche nach oben. Und jetzt spüren wir in die Hände hinein. Wir achten nur auf die Energie. Kannst du langsam zurückkommen ins Tagesbewusstsein und diese gleichschwebende Achtsamkeit, die kannst du mehrmals wiederholen in verschiedenen Bereichen, um festzustellen, was durch deine Energie in dir stattfindet. Und so kannst du im Nachhinein, was du mitgebracht hast, in deinem Gedächtnis, ohne technische Hilfsmittel, bearbeiten. Wenn du merkst, okay, im Bereich Kopf hast du das und das mitgenommen, machst du dich daran, mit dem Thema zu beschäftigen. Oder im Herzraum, was hochkommt. Oder mit den Händen, mit der Energie. Und so kannst du Schritt für Schritt durch andere Meditationen diese Bereiche bearbeiten oder auch durch andere
Anwendungen, was auch immer da kommt, hast du die Möglichkeit, dir selbst zu begegnen, was in dir ist, um dementsprechend eine Handlung einzuleiten, was gut für dich ist. Bis zum nächsten Video, danke und